Die Mitte des 19. Jahrhunderts war eine äußerst turbulente Zeit für Japan. Ausländische Einflüsse, Cholera, der Einbruch der japanischen Wirtschaft sowie politische und soziale Krisen drohten, das Land zu verschlingen. Da ist es kein Wunder, dass diese Periode als einer der wichtigsten Zeitpunkte in der Geschichte Japans angesehen wird. Genau diese Geschichte möchte Team Ninja nun in Rise of the Ronin nacherzählen und den Spieler darauf sogar Einfluss nehmen lassen. Ob man mit der derzeitigen Regierung kooperiert oder sich den Rebellen anschließt, die eigenen Entscheidungen sollen die Zukunft Japans verändern. Und nebenbei darf man sich in Team Ninja-Manier auch noch mit zahlreichen Bossen prügeln. Wir verraten euch, ob Team Ninja das auch gut hinbekommen hat oder die Prämisse einfach zu cool ist, um wahr zu sein. Rise of the Ronin spielt in der Bakumatsu-Ära Japans, also am Ende des Tokugawa-Shogunats, das in die Meiji-Restauration überging. Im Spiel treffen wir daher auf berühmte Persönlichkeiten wie Ryoma Sakamoto und Shoin Yoshida, sowie Institutionen wie die Shinsengumi. Aber keine Sorge, das Spiel erwartet nicht von euch, dass ihr vor Beginn erstmal japanische Geschichte studiert, um mit den ganzen Begriffen etwas anfangen zu können. Zwischensequenzen, in denen die bedeutenden historischen Momente thematisiert werden, könnt ihr nämlich einfach pausieren und dann im Spiel ein Glossar aufrufen, in dem all die Begriffe in leicht verdaulicher Form erklärt werden. Ein ähnliches Feature kennt man zum Beispiel aus diversen Assassin's Creed-Spielen und es ist in Rise of the Ronin wieder einmal äußerst hilfreich, sodass auch Spieler ohne Vorwissen die Geschichte ohne Probleme verstehen können. Das ist auch recht wichtig, denn als Spieler sollen wir in Ronin schließlich selbst Einfluss auf die Geschichte nehmen und mit unseren Entscheidungen die Zukunft Japans verändern können. Wir schließen uns etwa den Befürwortern oder den Gegnern des Shogunats an, verändern wichtige historische Ereignisse wie die Ermordung von Nasuke Liss oder wohnen der Entstehung von Ryoma Sakamotos 8-Punkte-Programm bei. Die meisten historischen Figuren wurden ziemlich akkurat nachgestellt. Matthew Perry ist zwar ein wenig schlanker, doch man kann ihn definitiv mit seinen Porträts der Zeit vergleichen. Ein paar Figuren erhielten jedoch ein wahres Makeover. Bei Sakamoto scheute Team Ninja etwa keine Kosten und Mühen, um ihn so sexy wie möglich darzustellen. Möchten Sie noch mehr? Danke, meine Liebe. Obwohl Sakamoto eine der wichtigsten und wohl auch bekanntesten Figuren aus der behandelten Zeit ist, bleibt sein überraschend gutes Aussehen, vor allem zu Beginn des Spiels, leider seine einzige interessante Qualität. Der legendäre Samurai ist in Ronin ein ziemlich verpeilter Typ, der am liebsten permanent im Freudenviertel herumhängen würde und gelegentlich herumposaunt, dass er Japan verbessern möchte. Im direkten Vergleich mit Spielen wie Like a Dragon Ishin, in dem man selbst die Kontrolle über Sakamoto übernimmt, wird schnell klar, dass Rise of the Ronin bei all seinen Charakteren eher an der Oberfläche kratzt. Wo in Ishin jeder Charakter eine spürbare Tiefe besitzt, muss man sich in Ronin oft mit Einzeilern und seltsamen Dialogen zufrieden geben. Team Ninjas Storytelling war ja noch nie sonderlich herausragend, doch bei den Spielen des Studios stand bisher auch immer das Kampfsystem im Fokus. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil von Rise of the Ronin, doch im Gegensatz zu älteren Werken nimmt die Handlung hier einen wichtigeren Platz ein als gewohnt. Die ist auch durchaus ambitioniert und voller wichtiger und mächtiger historischer Figuren, die mit dem nötigen Respekt porträtiert werden sollten. Leider sind die Dialoge aber recht plump und werden der Ernsthaftigkeit des Themas an vielen Stellen nicht gerecht. Das wird im späteren Spielverlauf zwar ein bisschen besser, aber eigentlich nur, weil man durch das Gewicht der Situation darüber hinweg sieht, dass die Dialoge irgendwie nicht wirklich passen. Wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Yukichi Fukuzawa. Ich bin ein Samurai aus Nakatsu. Ich arbeite für das Shogunat und studiere nebenbei. Wie in älteren Team Ninja-Teilen setzt Ronin stark auf Zwischensequenzen, um die Geschichte voranzutreiben. In der Nioh-Reihe etwa waren die schwachen Dialoge gar nicht so schlimm, da man regelmäßig mit Cutscenes voller fantastischer Wesen und imposanten Bossgegnern belohnt wurde. Durch das historische Setting haben die Zwischensequenzen in Ronin aber einfach nicht den gleichen Wow-Faktor, was die unterdurchschnittliche Qualität der Dialoge nur noch mehr herausstechen lässt.
Rise of the Ronin ist mehr Geschichtsstunde als packend erzählte Handlung. Dafür hat Team Ninja aber ausführlich Recherche betrieben und auch obskure Persönlichkeiten wie Taka Murayama ins Spiel integriert. An manchen Stellen wird die Geschichte jedoch auf fast schon überromantisierte Art und Weise dargestellt. Allen voran die Szenen rund um Shoin Yoshida, eine mittlerweile doch sehr kontroverse Figur. Da es sich bei Ronin nur um eine Nacherzählung handelt, haben die eigenen Entscheidungen in vielen Fällen auch gar nicht so viel Gewicht, wie man im ersten Moment glauben mag. So muss man sich erst am Ende für die Pro- oder Anti-Shogun-Fraktion entscheiden und kann bis dahin fröhlich für beide Seiten Missionen ausführen und seine Bindung erhöhen. Auch kann man sich ganz am Ende dann noch umentscheiden und ist man doch mit irgendwas unzufrieden, spielt man vergangene Missionen einfach erneut und entscheidet sich dann für einen anderen Pfad. Bringt man zu Beginn des Spiels etwa den besten Charakter Gonzo um, kann er einen natürlich nicht mehr auf den Missionen begleiten. Den Fehler darf man also glücklicherweise wieder ausgleichen. Im Allgemeinen haben Entscheidungen jedoch mehr Gewicht, wenn sie sich nicht revidieren lassen, was für ein Spiel wie Rise of the Ronin vielleicht besser gepasst hätte. Das Spiel ist übrigens vollständig in deutscher Sprachausgabe verfügbar. Wir würden euch jedoch empfehlen, die japanische Vertonung mit Untertiteln zu wählen. Im Großen und Ganzen wirkt das nämlich einfach stimmiger. Neben dem Fokus auf Story möchte Rise of the Ronin zusätzlich noch mit der ersten Open World von Team Ninja punkten. In die werdet ihr direkt nach dem Erstellen eures Charakters und einer kurzen Tutorial-Mission geworfen. Der Charakter-Editor ist typisch Team Ninja mal wieder sehr robust und eure Kreation könnt ihr sogar abspeichern und sie über einen Code mit dem Rest der Welt teilen. In Rise of the Ronin dürft ihr sogar ganze 2 Figuren erstellen. Zum Ende des Tutorials sucht ihr euch aus, welchen Charakter ihr zurücklasst und werdet auf das Spiel losgelassen. Die Karte ist in 3 größere, in sich geschlossene Gebiete unterteilt, zwischen denen man hin und her reisen kann. Es ist also keine richtige Open World, wie etwa in Breath of the Wild. Die verschiedenen Gebiete sind aber allemal groß genug, dass es sich wie eine anfühlt. Also in etwa so, wie das bei The Witcher 3 der Fall war. Das nicht zuletzt dank den zahlreichen Movement-Optionen, mit denen man über die Karten saust. Da nutzt man dann einen Greifhaken, um auf erhöhte Positionen zu gelangen, vor denen man sich herunterstürzt, mitten im Fall einen Gleiter auspackt und über die Dächer der Stadt hinwegsegelt. Kurz vor der Landung ruft man sein getreues Pferd und steigt nahtlos in den Sattel, um zur nächsten Aufgabe zu reiten. Davon gibt's auch eine ganze Menge, denn die Welt ist voller Gegenstände zum Einsammeln, Außenposten zum Infiltrieren und andere Dinge wie Minibossen und spontanen Nebenaufgaben, die zufällig in der Welt erscheinen. Denkt einfach an Assassin's Creed, aber in Japan. Und ihr habt bereits einen recht guten Eindruck davon, was euch in der offenen Welt von Ronin so erwartet. Für jede abgeschlossene Aufgabe wird man unter anderem mit Erfahrungspunkten belohnt. Rise of the Ronin kommt nämlich auch mit einem richtigen Talentbaum daher, bei dem man etwa den Schaden von aufgeladenen Angriffen erhöht oder die Fähigkeit freischaltet, Tiere zu zähmen. Die 3 Gebiete sind übrigens nochmal in kleinere Sektoren aufgeteilt und je mehr Gegenstände gesammelt und Aufgaben erfüllt werden, desto höher die Bindung mit dem jeweiligen Areal. Dadurch erhält man unter anderem Rabatte bei den verschiedenen Händlern. So groß die Welt auch sein mag, einen wirklichen Erkundungsaspekt gibt's nicht. Sobald man die Bindung zu einem Teilsektor erhöht hat, was im Normalfall nur wenige Minuten dauert, werden nämlich alle Sammelgegenstände auf der Karte markiert. Wo kein Icon angezeigt wird, befindet sich auch nichts. Da man über die Karte auch noch einen Zielort festlegen kann, zu dem die Spielfigur dann automatisch reitet, bestehen große Teile der offenen Welt einfach daraus, von Icon zu Icon zu laufen. Damit wirkt Japan eher wie eine Checkliste, die es abzuarbeiten gilt, als eine tatsächlich lebendige Welt. Wirklich dabei zusehen, wie der Charakter von einem Ort an den anderen rennt, will man auch nicht, denn das Reiten auf dem Pferd sieht ein bisschen dämlich aus. Wir sind jetzt keine Pferdeexperten und wissen daher nicht, was mit den Pferden aus Rise of the Ronin genau falsch ist, aber irgendein Tierarzt sollte sich die majestätischen Wesen definitiv mal anschauen. Aber auch mit einem Otto-Normal-Pferd ist eine Open World als Collectathon im Ubisoft-Stil in einer Welt nach Spielen wie Elden Ring und Breath of the Wild irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß. Wer aber an den Features in Assassin's Creed gefallen findet, wird mit Rise of the Ronin definitiv seinen Spaß haben.
Es ist fast schon absurd, wie viel Content in Rise of the Ronin steckt. Neben den ganzen Gegenständen sammelt man auch überall historische Persönlichkeiten ein, als wären sie Pokémon, und nimmt sie dann in die verschiedenen Missionen mit. Über Sidequests verstärkt man die Beziehungen mit ihnen, wodurch man nach und nach Belohnungen erhält. Mit einigen Figuren darf man sogar eine romantische Beziehung eingehen, darunter auch Sexy Samurai Sakamoto. Die meisten Figuren sind aber recht statisch und wechseln höchstens mal den Ort, an dem sie rumstehen. Die Welt steht quasi still, wenn die Spielfigur erstmal 150 Katzen einsammeln möchte, anstatt an der Revolution teilzunehmen. Da helfen auch die ganzen NPCs nichts, die sich in der Spielwelt tummeln. Die sind nämlich primär Set-Dressing, die ziellos in der Gegend rumlaufen. Wirklich lebendiger wird die Spielwelt auch durch die nicht, obwohl der Versuch lobenswert ist. NPCs reagieren etwa panisch darauf, wenn man neben ihnen seine Waffe zieht. Bringt man zu viele unschuldige Zivilisten um, wird man in GTA-Manier von den Männern des Shoguns verfolgt. Und sobald es regnet, bedecken sich NPCs sogar ihre Köpfe und laufen wild umher. Auch trifft man gelegentlich die Charaktere anderer Spieler in der Welt an, und überall sind auch noch deren Hunde unterwegs, die beim Streicheln ein bisschen Währung liegen lassen. Die Bemühungen, eine dynamische Welt zu kreieren, sieht man an allen Ecken und Enden. Größtenteils sieht das Endergebnis aber eher ulkig als wirklich realistisch aus. Für den ersten Versuch der Entwickler, eine richtige Open World zu kreieren, ist Rise of the Ronin aber durchaus gelungen. Die verschiedenen Areale sind übrigens in Stufen unterteilt. Wenn also ein Miniboss mal zu schwierig sein sollte, kann man einfach Sidequests erledigen, bis der eigene Charakter stark genug ist, den Feind erneut anzugehen. Level-Scaling gibt's in Ronin nicht. Hat man das Spiel also irgendwann durch, dezimiert man sämtliche Feinde in den anfänglichen Gebieten. Gerade hat ein sehr bedrohlich wirkender Mann die Haupthalle betreten. Neben den Fans von Open-World-Spielen lässt Team Ninja aber auch die Spieler nicht im Regen stehen, die eher das klassische Team Ninja-Design präferieren. Die Hauptstory findet nämlich in vom Rest der Spielwelt abgetrennten Orten statt, wie man sie bereits aus Spielen wie Nioh kennt. Man durchquert also einen linearen Level, schaltet währenddessen Gegner aus und Checkpoints frei und muss am Ende noch einen Boss überwinden. Die Level fallen zwar wesentlich kleiner aus als in anderen Team Ninja Spielen, das ist aufgrund des ganzen anderen Contents aber gar nicht so schlimm. Bei den Hauptmissionen und vor allem den dazugehörigen Bosskämpfen spielen die Entwickler wieder einmal ihre Stärken aus, denn hier darf das Kampfsystem richtig glänzen. Die Missionen kann man entweder allein mit bis zu 2 NPC-Gefährten, die man in der Open World kennenlernt, oder im 3-Spieler-Koop abschließen. Die NPCs kommen sogar alle mit besonderen Fähigkeiten daher. Hat man etwa Sakamoto im Team, verursacht der Revolver Brandschaden. Zwischen den Figuren lässt sich nahtlos hin und her wechseln, um etwa die Offensive aufrechtzuerhalten oder wenn man die Missionen einfach als Gonzo durchspielen möchte. Am meisten Vielfalt hat man aber definitiv mit dem Protagonisten. Der hat nämlich die Qual der Wahl zwischen den zahlreichen verschiedenen Waffen. Von Katanas über Langschwerter bis hin zu Bajonetten und ausgefallenen Dingen wie einem Flammenwerfer. Jede Nahkampfwaffe hat dann auch noch verschiedene Haltungen, von denen man 3 Stück ausrüsten darf. Jede Haltung unterscheidet sich drastisch von den anderen, mit verschiedenen Movesets, Fähigkeiten und sogar einer anderen Parierfunktion, im Spiel Konterfunken genannt. Durch geschicktes Parieren erleidet man nicht nur keinen Schaden, sondern verringert auch die Ki-Anzeige seines Gegenübers, also die Ausdauer im Spiel. Ist die Leiste leer, darf man einen besonders starken Angriff ausführen. Die Haltungen fallen in 5 verschiedene Kategorien, die alle gegen bestimmte Waffenarten effektiv und ineffektiv sind. Effektive Haltungen verursachen mehr Ki-Schaden am Gegner, ineffektive eben weniger. Das System ähnelt stark dem Schere-Stein-Papier-Prinzip aus Ghost of Tsushima, funktioniert in Ronin aber leider nicht ganz so gut. In klassischer Team-Ninja-Manier darf man nämlich die Haltung mitten beim Angreifen wechseln, um die Combo fortzuführen. Dadurch gerät man in den meisten Fällen jedoch in eine ineffektive Haltung, und der Wechsel lohnt sich schlichtweg nicht. Dann kommt noch hinzu, dass Gegner Schläge nach kurzer Zeit entweder blocken oder direkt Hyper-Armor bekommen, und die pur aggressive Spielweise aus den Nioh-Spielen ist in Ronin größtenteils nicht möglich. Also dann, konzentriert euch und greift mich an!
Jeder Kampf lässt sich eigentlich darauf herunterbrechen, ein paar Mal anzugreifen und Fähigkeiten zu benutzen, bis der Gegner Hyper Armor bekommt oder blockt. Die folgenden Angriffe mit dem Konterfunken parieren und das zu wiederholen, bis das Ki des Gegners erschöpft ist. Dann vollführt man einen besonders mächtigen Angriff und der ganze Prozess geht von vorne los. Damit erinnert das Kampfsystem stark an das von Sekiro, fühlt sich nur nicht ganz so gut an. Team Ninja hat dem Ganzen aber zumindest noch eine eigene Note verpasst. Durch geschickten Einsatz des Revolvers lassen sich gegnerische Angriffe etwa abbrechen, was aggressivere Spielweisen ermöglicht. Man schlägt ein paar Mal auf den Gegner ein, weicht seinem Angriff geschickt aus und beendet die Offensive mit einem gezielten Revolverschuss. Hat man das System gemeistert, fühlt man sich fast schon unaufhaltbar. Dann ist Ronan auch noch ziemlich brutal. An allen Ecken und Enden spritzt Blut und fliegen Köpfe. Bricht man einem Gegner das Genick, wird das vom Audiodesign verstörend gut vermittelt und je nachdem, wie man seinen Widersacher exekutiert, fallen andere Körperteile ab. Auf Wunsch lässt sich die brutale Schlachtplatte aber auch in den Optionen ausstellen. Insgesamt ist Rise of the Ronin trotz all der Features nicht so kompliziert wie ältere Spiele von Team Ninja, nicht zuletzt durch 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Selbst auf dem höchsten ist das Spiel nicht so herausfordernd wie Nioh, auf dem niedrigsten aber auch nicht so einfach, dass unerfahrene Spieler einfach durchrennen können. Das ist auch einigen Designentscheidungen von Team Ninja zu verdanken. Neben dem ehrenhaften Zweikampf bietet Ronin nämlich noch eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit Situationen umzugehen. Die effektivste ist aber eigentlich immer Stealth. Normale Gegner werden durch einen Angriff aus dem Hinterhalt nämlich direkt ausgeschaltet und durch ein recht frühes Talent verfallen alle Widersacher in der Nähe in Panik, wodurch man die auch einfach per Knopfdruck aus dem Verkehr ziehen kann. Sowohl in der offenen Welt als auch in den Missionen ist Stealth daher die absolut stärkste Option. Dadurch werden Spieler mit gutem Situationsbewusstsein belohnt, das ganze Spiel aber auch deutlich vereinfacht. Erst wenn man Ronin einmal durchgespielt hat, kommen Nioh-Fans so richtig auf ihre Kosten. Dadurch schaltet man nämlich einen brandneuen, noch härteren Schwierigkeitsgrad frei. In dem lassen Gegner die beste Ausrüstung fallen und man erhält sogar Zugriff auf einen brandneuen Skilltree. Auch ein paar neue Missionen verstecken sich in dem Schwierigkeitsgrad. Wir haben allein für die Hauptstory etwa 50 Stunden gebraucht, zusammen mit den ganzen Open-World-Aktivitäten, dem neuen Schwierigkeitsgrad und allen anderen Dingen kann man also gut und gerne hunderte Stunden in Rise of the Ronin stecken, bis man wirklich alles gesehen hat. Man merkt deutlich, dass Team Ninja das Spiel für eine breitere Zielgruppe zugänglich machen wollte und das ist auch definitiv gelungen. Das Kampfsystem bietet quasi eine Light-Version der Team Ninja-Spiele und könnte daher als eine Art Einstiegsdroge für das restliche Portfolio des Studios dienen. Wer mit den Kämpfen in Rise of the Ronin Spaß hat, wird die aus Nioh vermutlich lieben. Wirklich mit dem Kampfsystem auseinandersetzen muss man sich im Spiel eigentlich nur bei den Bosskämpfen. Die Vielfalt an Obermotzen lässt zwar ein bisschen zu wünschen übrig, oft bekämpft man denselben Typen mehrere Male hintereinander. Da die Bosse gelegentlich die Waffe wechseln und damit ein neues Moveset bekommen, ist das aber gar nicht so schlimm. Das bedeutet aber auch, dass man ein recht gutes Verständnis des Pariersystems braucht, um nicht in Grund und Boden gestampft zu werden. Glücklicherweise kommen hier aber auch die Begleiter so richtig ins Spiel. Die können nämlich die Aufmerksamkeit der Bosse auf sich ziehen und sollte man mal sterben, kann man einfach die Kontrolle über einen Verbündeten übernehmen und sich wiederbeleben. Je besser man sich mit den Figuren versteht, desto stärker werden auch die Boni, die sie gewähren. Dafür erfüllt man bestimmte Sidequests oder redet mit ihnen im Langhaus und gibt ihnen Geschenke. Das Langhaus könnt ihr übrigens in Nioh-Manier frei dekorieren, da es gleichzeitig als Hub für den Koop-Modus dient. Auch das Aussehen eures Charakters und eure Ausrüstung dürft ihr hier anpassen. Ein Vorteil daran, dass alle Gegner im Spiel normale Menschen sind, ist eine wesentlich größere Vielfalt an Ausrüstung. Japanische Kimono, westliche Kleidung und sogar chinesische Rüstungen haben es ins Spiel geschafft. Euer Outfit könnt ihr aus verschiedenen Schichten zusammenstellen, von Unterwäsche bis hin zu Handschuhen. Damit steht euch also nichts im Weg, den Ronin eurer Träume zu erstellen.
Aber egal, wie gut euer Outfit auch aussehen mag, grafisch ist Rise of the Ronin leider recht enttäuschend. Größtenteils sieht das Spiel lediglich okay aus. Es ist nicht so hübsch, wie man es von einem PS5-Exklusivtitel erwarten würde, aber auch nicht so furchtbar, dass man direkt abgeschreckt wird. Die direkte Konkurrenz, wie etwa Ghost of Tsushima mit seinen knalligen Farben, die grandiose Architektur aus Sekiro oder auch die lebendigen Gesichter aus Like a Dragon Ishin, stellen Rise of the Ronin sowohl optisch als auch bei der Art Direction in den Schatten. Obwohl das Spiel nicht sonderlich gut aussieht, gibt es auch bei der Technik einige Dinge zu bemängeln. Der Grafikmodus läuft etwa nur mit 30 FPS, was bei so einem Spiel, bei dem es oft auf schnelle Reaktionen ankommt, immer ein bisschen schade ist. Störender ist aber, dass das Spiel im Kampf merklich ruckelt und der Grafikmodus auch nicht wirklich besser aussieht als der Performance-Modus. Bei dem kommt es gelegentlich zwar auch zu Framerate-Einbrüchen, jedoch wesentlich seltener. Wer also auf die marginal verbesserte Grafik verzichten kann, sollte definitiv nicht vom Performance zum Grafikmodus wechseln. Die Performance ist aber leider nicht alles, bei dem Rise of the Ronin viel mehr Potenzial gehabt hätte. Als sich Team Ninja erstmals der Souls-like-Formel angenommen hat, hat das Studio einiges an Innovation ins Genre gebracht. Ein komplexes Kampfsystem, riesige Vielfalt bei Waffen, interessante RPG-Mechaniken und vieles mehr halfen dem Studio dabei, sich von der Konkurrenz abzuheben. Verglichen damit ist Rise of the Ronin überraschend konservativ. Und obwohl einige der bekannten Team Ninja-Spezialitäten vorhanden sind, wurden die doch deutlich zurückgeschraubt. Die Idee eines Open-World-Samurai-Spiels von Team Ninja hat eine riesige Menge Potenzial. Da ist es ein wenig enttäuschend, dass Ronin an vielen Stellen eben wie Team Ninjas Version von Ghost of Tsushima wirkt und sich trotz zahlreicher Qualitäten keine komplett eigene Identität aufbauen kann. Im Großen und Ganzen macht das Spiel trotzdem viel Spaß. Wer gerne in riesigen Open Worlds Gegenstände einsammelt, herausfordernde Bosskämpfe meistert, einer Geschichtsstunde lauscht oder einfach ein cooler Samurai sein will, wird mit dem Spiel definitiv auf seine Kosten kommen.